Hoaxilla, der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 241. Mal bei Hoaxilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir die wunderbare Hoax-Mistress Alexa. Hallihallo, guten Tag, guten Abend, guten was auch immer und herzlich willkommen zu dieser Folge. Und bei mir ist natürlich zum Glück wie immer der wunderbare Alexander Hoaxmaster. Ja, vielleicht zum Einstieg heute mal ein ganz kurzer allgemeiner Hinweis nochmal, weil eine Diskussion über eine neue Podcast-Plattform in Deutschland in den letzten Tagen so ein bisschen unser Leben bewegt hat. Das wird euch als Hörer von Hoaxilla vielleicht nicht so bewegt haben, aber vielleicht einfach mal der Hinweis darüber, wenn ihr zum Beispiel Hoaxilla bei Spotify hört, als Beispiel, und ihr dann euch immer wundert, dass wir sagen, mit Spenden und so und Unterstützung, naja, die werden ja wohl Kohle kriegen dafür, dass sie bei Spotify sind. Nein, kriegen wir nicht. Also um das mal ganz deutlich zu sagen, wir kriegen im Moment, aktuell Stand November 2019, von keiner Plattform irgendwo Geld. Muss man ganz klar sagen, weder von iTunes noch von Spotify noch von Deezer noch von Lekton, eventuell vielleicht irgendwann von Podimon, das ist eine neue Plattform, auf der wir jetzt auch zu hören sind, wenn wir da Hörer Podimo, haben. Genau. Podimo, herzlich willkommen. Aber generell bekommen wir von keiner Plattform Geld. Unsere Folgen gibt es ja auch bei YouTube. Auch da haben wir die Monetarisierung nicht angemacht, weil wir nicht steuern können, was für Werbung ihr sehen würdet. Und das finden wir nicht gut. Deswegen kriegen wir auch kein Geld aus irgendwelchen YouTube-Einnahmen, sondern tatsächlich ist die einzige Einnahmequelle, die wir haben, über euch, wenn ihr uns über eine Direktüberweisung auf unser Geschäftskonto unterstützt oder über Patreon oder Steady oder was auch immer oder PayPal. Also insofern vielen und, Dank. Genau, vielen, vielen Dank an euch, die ihr das tut. Ja. Genau, für alle anderen, eben wenn ihr glaubt, naja, ich habe ja ein Spotify-Abo, da kriegen die ja was und ab. Nee, kriegen wir nicht. Das einfach nochmal so als Hinweis. Und natürlich sind Podcasts aber trotzdem frei verfügbar. Und darum arbeiten wir, dass unser Podcast auch frei verfügbar ist. Warum es die heutige Folge so gibt, wie es sie gibt, machen wir nachher im Thema, weil da gibt es auch wieder eine Geschichte drumherum. Eine Geschichte hinter der Geschichte. Eine Geschichte hinter der Geschichte. Aber bevor wir die Geschichte hinter der Geschichte uns anhören. Gibt es eine andere Geschichte? Gibt es eine Story. Die hören wir uns jetzt erstmal an. Ach halt, jetzt hätte ich gerade mit den ganzen Podcast-Plattformen und so im Gedanken an das reduktionelle Gerüst unserer Sendung vergessen. Wir haben ein Gewinnspiel in der Sendung heute mal wieder. Oh ja, das müssen wir auf jeden Fall ansprechen. Wir dürfen Kinokarten verlosen. Und zwar geht es um einen Kinofilm, der eigentlich eine Fortsetzung ist von Shining. Mhm. Ich hoffe, viele von euch werden sich an den Film erinnern mit Jack Nicholson und natürlich an den Roman von Stephen King. Ich kann jetzt an dieser Stelle keine ausführliche Filmkritik bieten, nur so viel. Ich habe den jetzigen Film, also Dr. Sleeps Erwachen im Deutschen, gesehen und finde ihn super, also absolut lohnenswert, ist ein toller Film. Am besten sollte man sich vorher Shining nochmal angeguckt haben, muss aber nicht. Auf jeden Fall ein lohnenswerter Film. Und wir dürfen tatsächlich Karten verlosen. Und ich will jetzt nicht lügen, aber 3x2 Karten dürfen wir an euch weitergeben. Und alles, was ihr dafür tun müsst, ist uns eine E-Mail zu schreiben mit dem Betreff Dr. Sleep und dann werden wir die Verlosung starten. Stichtag haben wir einen uns schon ausgedacht, müssen wir glaube ich relativ zeitnah machen wegen des Kinostarts. Ja, ne? Also der Film ist tatsächlich schon am 21. November, also wir nehmen heute hier oder die Folge kommt heute am 24. November, am 21. ist der Film gestartet, aber ich denke mal länger als eine Woche sollten wir das Gewinnspiel nicht laufen lassen. Das heißt, dann sagen wir alles bis zum 30. November können wir berücksichtigen und wir losen dann aus und geben euch dann relativ zeitnah Bescheid, weil ihr dann ja auch die Kinokarten noch wahrnehmen können sollt. Wir müssen ganz ehrlich sagen, als die Anfrage erstmal reinkam,
haben wir gedacht, eine Fortsetzung von Shining. Wie doof ist das denn? Das war unser erster Gedanke, aber du hattest dann ja die Chance, da in eine Pressevorführung zu gehen und warst hinterher wirklich begeistert. Ich habe den Film da nicht gesehen, ich kann da nichts zu sagen. Also ich muss dann doch sagen, es geht auch um Geister, wie in Shining natürlich auch. Also Geister spielen da eine Rolle. Insofern ist es natürlich schon so ein bisschen unser Metier. Und ich war sehr, sehr froh, die Gelegenheit zu bekommen, diesen Film zu sehen. Und wie gesagt, guckt ihn euch an, er ist super. Macht richtig Spaß. Genau, wenn ihr eine Karte gewinnt und der Film dann doof ist, wenn ihr euch die Hand in die Hoax müsst, ich bin da raus. Genau, ich, ihr dürft mich beschimpfen. Genau, ich hab da jetzt keine Angst mehr. So, und jetzt machen wir aber weiter mit der Story. Die Story der Woche. In der heutigen Huxilla-Story geht es um den Rennsport und niemand wird bestreiten, dass der Rennsport sehr, sehr gefährlich ist. Da kommt es immer wieder zu Unfällen und leider auch zu tödlichen Unfällen und tragischen Unglücken. Wenn ich euch jetzt aber erzähle, dass es einen Rennfahrer gibt, der posthum Weltmeister geworden ist, obwohl es nach seinem Tod in einem Trainingslauf, in einem Trainingsrennen noch weitere Rennen offizieller Natur gegeben hat, dann könnt ihr euch überlegen, ob diese Geschichte stimmt oder ob ihr sie mir vielleicht doch nicht glauben wollt. Auf jeden Fall, ja, geht es heute um einen verstorbenen Rennfahrer, der trotzdem noch Weltmeister wird. Ja, also, oder nein? Richtig oder falsch? Genau. Das wird spannend. Ein Geist, der Weltmeister wird, wenn wir etwas überspitzen. Könnte man fast sagen, ja. Bin ich sehr gespannt auf die Aufklärung am Ende der Sendung. Thema der Woche. Ja, das Thema der heutigen Sendung ist so ein bisschen crazy, weil wir eigentlich was anderes machen wollten und dann wurde Kontakt aufgenommen von Seiten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, der uns kontaktiert hat und gesagt hat, Mensch, hier, wir haben einen Podcast produziert, das wäre doch schön, wenn ihr den bei Huxilla erwähnen könnt. Da war ich ein bisschen irritiert, weil da habe ich gedacht, puh, eigentlich müsste ja umgedreht man eigentlich als Podcast beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk anklopfen und sagen, könnt ihr uns nicht mal erwähnen. Wie passt das zusammen? Aber sei es mal dahingestellt, das war Bayerischer Rundfunk, der uns da kontaktiert hat, in dem Fall BR2 und es ging um die vierteilige Podcast-Reihe Blutiger Herbst. Und wir haben eine bayerische Geistergeschichte. Und wir haben den ein oder anderen Draht zum Bayerischen Rundfunk und die sind bisher in der Vergangenheit immer mit uns fair umgegangen. Und da haben wir gesagt, na klar, wenn ihr einen Podcast gemacht habt, eine Podcast-Reihe mit einem gruseligen Thema, dann hören wir uns das an und überlegen dann mal, wie wir das irgendwie in eine Folge eingebaut kriegen. Und wie es bei also allen Dingen ist, die ich erwähne oder die wir so erwähnen, haben wir uns das dann auch angehört, damit wir uns ein Urteil bilden können. Und beim Anhören, ich sag mal kurz mein Part der Geschichte. Ich habe mir das angehört, Alexa, du hattest da noch gerade was anderes zu tun in den zwei Tagen, ein anderes Projekt. Und ich habe dann beim Hören die ganze Zeit gedacht, das ist alles super interessant. Und dann habe ich die ganze Zeit aber gedacht, da fehlt die volkskundliche Einordnung. Und habe immer gedacht, wenn das Alexa hört, der rollen sich die Fußnägel hoch an der einen oder anderen Stelle. Und habe dir dann gesagt, du musst dir das unbedingt komplett anhören. Und dann habe ich dir aber nicht gesagt, was mein Gedanke war, sondern habe gesagt, hör dir das mal an und sag mir mal, was dir auffällt an der Geschichte. Und dann hast du dir das angehört. Und dann habe ich mir das angehört. Und vielleicht an dieser Stelle vorausschickend, es war tatsächlich so, also ich fand es toll gemacht, spannend erzählt. Ich denke schon, dass wir unseren Hörern diese vier Folgen sehr ans Herz legen können. An ein, zwei Stellen hätte ich mir vielleicht noch eine kritische Anmerkung oder Frage mehr gewünscht in einem Interview, aber das sei jetzt alles erstmal dahingestellt. Was mich an dem Thema, was da besprochen wird, sehr, sehr fasziniert hat und das, da kann ich einfach auch nicht aus meiner Haut, war so die erzählforscherische Komponente. Und da, ich habe mir die ganze Zeit gedacht an irgendwie, wann kommt das? Genau. Und es kam nicht. Und dann habe ich gedacht, eigentlich, oh super, dann können wir da ganz, ganz viel noch dazu ergänzen und erzählen. Und deswegen würde ich an dieser Stelle sagen, wenn ihr
diese vier Folgen Blutiger Herbst, und es ist so spannend, wie der Titel schon klingt, euch anhören wollt, dann macht an dieser Stelle bitte die Hoaxilla-Folge erstmal aus. Hört euch die vier Folgen an. Das kann man auch wunderbar machen. Die sind nicht ausufernd lange. Kann man einfach sich wirklich schön zwischendurch mal anhören. Und hört dann bitte nochmal in die Hoaxilla-Folge hinein, weil wir vielleicht ein oder zwei Dinge auch vorwegnehmen, die noch wichtig wären. Also wir wollen jetzt niemandem das Hörvergnügen verderben, der sich dann noch Blutiger Herbst anhören möchte. Also Reihenfolge wäre, hört euch erst die an und dann unsere Folge hier. Also geben jetzt euch Zeit auszumachen, genau, auszusteigen aus dem Ganzen, und dann würden wir nämlich unsere Ergänzung liefern. Genau, ihr müsst das aber nicht machen, ihr könnt auch erst Hoaxilla hören. Und ich glaube, dass gerade so die langjährigen Hoaxilla-Hörerinnen und Hörer sicherlich bei der Fassung, also es ist gut gemachtes Radio, gar keine Frage, aber es ist eben auch genau der Punkt, warum wir nicht Radio machen, sondern Podcast, weil ich finde, in der Grundkonstruktion dieser Geschichte haben wir schon so das Cliffhanger-Phänomen. Es wird über vier Folgen ausgewalzt, eine Geistergeschichte, und es gibt am Ende auch eine Aufklärung, was ich gut finde, aber das ist so, Hoaxilla würde das unter Umständen anders machen und von vornherein sagen, darum ging es, und dann das ein bisschen spannender aufbereiten. Aber egal, das ist der Weg, den Johannes Nichelmann gegangen ist, das ist der Autor übrigens. Übrigens, wer jetzt sagt hier, aber die sind doch immer so gegen Podcast, Kritikformate und so, das ist doch alles doof. Also wir besprechen jetzt hier diesen Podcast, diese Podcast-Doku, weil wir gezielt darum gebeten wurden, das zu erwähnen und was dazu zu sagen. Und dann machen wir das auch. Also es ist jetzt nicht so, dass wir uns auf das Kritisieren von Podcasts spezialisieren wollen. Wobei ich dabei sagen muss, und das ist jetzt nochmal ganz entscheidend, das ist jetzt hier nicht gekauft. Also das ist, wir kriegen kein Geld vom Bayerischen Rundfunk dafür, dass wir das erwähnen, sondern, und jetzt kommen wir eigentlich zu dem eigentlichen Punkt, und deswegen heißt unsere Episode auch so, wie sie heißt, The Vanishing Hitchhiker, dass diese bayerische Gespenstergeschichte Blutiger Herbst im Grunde genommen nichts anderes ist als eine weitere Iteration der Geschichte des Vanishing Hitchhikers, des verschwundenen Anhalters. Und eigentlich seit wir Hoaxilla machen, tatsächlich seit fast 10 Jahren, ist das immer auch eines der Beispiele, die Alexa bei Vorträgen, bei Interviews, bei Partygesprächen, wenn Leute uns fragen, was macht ihr, bringst du immer das noch... Das und die Spinne in der Yucca-Palme. Ich wollte gerade sagen, bringe ich immer die Spinne in der Yucca-Palme und du sagst dann The Vanishing Hitchhiker. Das ist einfach eines der uralten Motive in der Erzählforschung. Korrigiere mich, wenn ich jetzt Blödsinn erzähle. Und was kommt immer darauf an, wie definierst du uralt, aber ja klar. Mhm. Und was halt sehr, sehr interessant war, war, dass ich habe diese Folgen gehört und der Johannes Nichelmann erwähnt dann irgendwann The Vanishing Hitchhiker auch, also wirklich den Begriff. Ja. Er geht dann aber nicht auf das Buch mit dem gleichnamigen Titel ein, was du dir mal tatsächlich dann über ein Antiquariat hast auch kommen lassen, nämlich das Buch The Vanishing Hitchhiker von einem gewissen Herrn Brunwand. Ja, genau, von einem gewissen Harold Brunwand, erschienen 1981. Und es ist im Prinzip eine Sammlung von modernen Sagen, von Urban Legends, ähnlich wie Rolf Wilhelm Bretnig das für den deutschen Sprachraum gemacht hat, etwas später. Das ist im Prinzip, also es geht nicht nur um den Vanishing Hitchhiker, aber man sieht schon an der Wahl des Titels, wie wichtig genau diese Urban Legend, diese moderne Sage ist, wenn Brunwand sie für so interessant hält, dass sie eben den Titel seines Buches bildet. Und er macht das so in diesem Buch, ähnlich wie Bretnig das auch macht. Er führt die verschiedenen Versionen einer modernen Sage, denn das zeichnet auch die meisten modernen Sagen aus, dass sie eben nicht nur in einer Version existieren, sondern in vielen verschiedenen. Die listet er auf und schreibt dann immer so ein, zwei Sätze dazu, wo sie gesammelt wurden, wer sie erzählt hat und von wann sie ungefähr sind, und gibt dann eben so eine Einordnung. Und wenn man diese Bücher liest, also alle von Bretnig und das von Brunwand, was ja nun auch ein bisschen älter ist, dann hat man eigentlich einen super Überblick über Motive, die wir auch heute noch überall finden. Also wer jetzt sagt, meine bevorzugte Quelle für sowas ist aber im Netz irgendwie Snopes oder sind ähnliche Seiten, da findet man im Grunde genommen dann im Netz
nicht viel anderes, als man eben in diesen Standardwerken findet. Und man kommt eigentlich am Vanishing Hitchhiker nicht vorbei, wenn man sich mit modernen Sagen beschäftigt. Und wenn man sich mit dem Vanishing Hitchhiker beschäftigt, kommt man nicht an Brunwand vorbei. Also es ist ein bisschen schwer, das zu vermeiden, diesen Namen zu erwähnen. Brunwand ist so ein klassischer Erzählforscher und ist eigentlich jemand, der diese Erzählung auch natürlich ein Stück weit interpretiert, aber vor allen Dingen in einen erzählforscherischen Kontext einordnet. Und es ist ja bei modernen Sagen oder überhaupt bei Sagen und auch bei Märchen, also in der mündlichen Erzählkultur, immer so die Frage, wie sind sie entstanden, wie werden sie weitergetragen? Und da gibt es bis heute ja verschiedene Strömungen und eigentlich inzwischen so die Meinung oder den Konsens, dass man in Einzelfällen eben den Weg irgendwie nachzeichnen muss. Also du kannst nicht für alle Sagen zum Beispiel feststellen, ja, die sind aber an verschiedenen Stellen der Erde gleichzeitig entstanden. Und du kannst auch genauso wenig sagen, sie sind alle an verschiedenen Stellen, alle an einer Stelle entstanden und dann weitererzählt worden. Also man muss immer so eine Fallstudie betreiben und dann wirklich jedes Motiv versuchen, zu einer eventuellen Quelle, wenn man es denn kann, zurückverfolgen zu können. Manchmal klappt das, manchmal klappt das nicht. Man kann das für den verschwundenen Anhalter, das werden wir nachher noch tun, nachdem wir ein paar Geschichten erzählt haben, schon in gewisser Weise machen. Also du kannst zumindest so ungefähr sagen, wann so die Hochzeit dieser modernen Sage gewesen ist und wann das so alles angefangen hat. Es ist natürlich in der Volkskunde oder in der Kulturwissenschaft immer wahnsinnig schwer, so ganz lange Kontinuitäten herzustellen. Das ist eigentlich etwas, was immer so ein bisschen problematisch ist. Jetzt sollten wir für all diejenigen, die nicht die vierteilige Podcast-Serie des Bayerischen Rundfunks sich angehört hat, ganz kurz sagen, worum geht's. Es geht bei der Geschichte Blutiger Herbst um eine Geschichte aus dem Jahr 1975 in Niederbayern, und zwar eine schwarze Frau, eine ältere schwarze Frau, die gesichtet worden ist und die dann jemanden auch erzählt hat, dass der Herbst des Jahres 75 ein blutiger Herbst werden wird, und dann ist sie verschwunden. Die Geschichte hat damals, 75, dann in Niederbayern durchaus ein wenig Aufmerksamkeit erregt. Die Passauer Presse hat darüber geschrieben, das wird alles wunderbar in dieser Podcast-Reihe dargestellt. Und was man zunächst mal jetzt vermuten könnte auf den ersten Blick, wäre, dass das vielleicht eine Variation der Geschichte der weißen Frau ist. Und wen das interessiert, wir haben vor ganz kurzer Zeit, nämlich das ist gerade mal 7 Jahre her, im Jahr 2012 eine Folge zur weißen Frau gemacht. Ist das schon so lange her? Das gibt's ja gar nicht. Oktober 2012, ich habe gerade mal nachgeguckt, also Ende Oktober. Folge 105 war das von Huxilla. Da kann man auch gerne nochmal reinhören als Querverweis. Da haben wir nochmal den ganzen Sagenkontext um die weiße Frau herum aufbereitet. Und die schwarze Frau wirkte zunächst mal wie eine Variation davon. Interessanterweise ist dann der Autor der Podcast-Reihe bei den Rundfunks dann aber auf das Phänomen ja auch des Vanishing Hitchhikers gekommen. Und das ist überhaupt unsere Einflugschneise gewesen, zu sagen, jetzt können wir über dieses Grundmotiv, über das wir noch nicht gesprochen haben, auch nochmal vielleicht in einer Podcast-Folge sprechen. Genau, also grundsätzlich ist es so bei dieser Geschichte nicht anders wie in den klassischen Vanishing Hitchhiker Versionen auch. Es geht um jemanden, der mit dem Auto auf einer dunklen Straße unterwegs ist. Dann sieht er eine Gestalt am Wegesrand, nimmt diese Gestalt als Anhalter mit. Und dann gibt es unterschiedliche Versionen. In einer Version ist es so, es handelt sich um eine junge Frau, die dann eine Adresse nennt. Der Fahrer fährt zu dieser Adresse hin und will dann die junge Dame, die auf dem Rücksitz, also auf der Rückbank Platz genommen hatte, aussteigen lassen, dreht sich um und sie ist verschwunden. Er fährt trotzdem eben oder hält bei dieser Adresse an, geht zum Haus und klingelt, und dann macht ein Mann oder eine Frau auf, und der Fahrer fragt, ja, ich habe hier jemand mitgenommen, eine junge Frau, und die wollte hier hin, und was können Sie mir denn sagen, wie kann das sein, die ist jetzt verschwunden.
Und dann sagt diese Person, die die Tür aufgemacht hat, ja, das ist meine Tochter gewesen, die ist vor 2 Jahren bei einem Autounfall verstorben. Und ja, sie sind schon der 7. oder 8., der hier klingelt und mir sagt, er hätte sie mitgenommen. Und ja, das ist ihr Todestag und sie scheint jetzt irgendwie nach Hause kommen zu wollen. Das ist eine Version der Geschichte. In manchen Versionen ist es so, dass also diese verschwundene Anhalterin etwas hinterlässt im Auto. Manchmal hatte sie beim Mitgenommenwerden ein Buch in der Hand. Das Buch bleibt dann auf dem Rücksitz liegen. In manchen Versionen ist es dann so, dass der Fahrer sich in die Bibliothek begibt und schaut, wo das Buch denn herstammen könnte und dann tatsächlich den Platz im Regal, wo es hingehört, leer vorfindet. Manchmal leiht sich die Anhalterin auch eine Jacke. Und dann gibt es wieder unterschiedliche Versionen, in der zum Beispiel eine, in der die Jacke dann mit verschwindet und dann geht aber der Mann gucken, ist bei einem Friedhof gelandet und die Jacke hängt dann über einem Grabstein und es handelt sich dann um das Grab dieser Anhalterin, also vermutlich dieser Anhalterin, denn es könnte dann nur, das weiß man dann vom Alter her hinkommen, wenn man dann auf den Grabstein guckt und dann hat also dieser Mensch seine Jacke wieder. Aber hat offensichtlich einen Geist mitgenommen. Es gibt noch ganz, ganz viele andere Versionen. Und was spannend ist, wenn man sich die Folge Blutiger oder die Folgen von Blutiger Herbst anhört, ist, dass da das Motiv des verschwundenen Anhalters mit einer Prophezeiung verknüpft ist. Und da könnte man ja jetzt sagen, das ist ganz ungewöhnlich. Ist es aber nicht, denn auch diese Version von einer Prophezeiung, die der dann verschwindende Anhalter oder die Anhalterin macht, gibt es schon recht lange und weit verbreitet. Es sind oft so zweigeteilte Prophezeiungen. Einmal ist es eine, ja, sagen wir mal so alltäglichere Prophezeiung, die sich leichter nachprüfen lässt und eine größere Prophezeiung, die vielleicht auch ein bisschen weiter in der Zukunft liegt und sich nicht sofort überprüfen lässt. Und dann die Verifikation sozusagen in dieser Geschichte ist dann, dass diese leicht nachzuprüfende Prophezeiung tatsächlich eintritt. Und das ist dann natürlich nachträglich der Beweis dafür, dass das, was dann weiter in der Zukunft liegt, auch so eintreten wird. Spannend ist das, und da wären wir dann wieder bei dem Motiv der schwarzen Frau, dass es ganz oft Nonnen sind, die diese Prophezeiungen wagen. Wobei also wir auch schon sehen, dass diese Sage vom verschwundenen Anhalter wirklich weltweit erzählt wird. Es gibt zum Beispiel auch eine hawaiianische Version, wo dann eine Göttin eine Rolle spielt und eine Göttin als Anhalterin unterwegs ist. Und es gibt Versionen, in denen dann der prophezeiende Anhalter ausschaut wie Jesus, also mehr so eine Jesus-Figur ist. Also man hat dann tatsächlich auch so den Übergang von einem Geist zu etwas Göttlichem. Es gibt dann auch Variationen in der Geschichte im Kontext von großen gesellschaftlichen Umbrüchen. Ja. Es wird eine Geschichte erzählt, Kriegszeit, Ende des Zweiten Weltkrieges in den Vereinigten Staaten, wo jemandem prophezeit wird, du wirst heute Abend jemand Totes bei dir im Auto haben und Hitler wird dann auch gestorben sein zum Ende des Jahres. Und der Mann kommt dann, nachdem der Anhalter, die Anhalterin ihm diese Prophezeiung gegeben hat. Und verschwunden ist an einem Unfall vorbei und möchte dort jemanden ins Krankenhaus fahren, der verstirbt in seinem Auto. Und Ende 45 ist dann auch der Zweite Weltkrieg vorbei. Es gibt viele der Geschichten, das hat eine japanische Soziologin, auch das wird im Podcast erzählt, nach dem Unglück in Fukushima, wo Taxifahrer berichten, dass sie offensichtlich verstorbene Opfer des Tsunamis oder des Erdbebens bei sich im Auto hatten, die noch irgendwelche Messages loswerden wollten. Also immer da, wo es so gesellschaftlich ganz einschneidende Erlebnisse gegeben hat, scheint dieses Sagenmotiv sich zu verbreiten. Und hier geht es ja in der Regel gar nicht darum, du hast es gerade schon einmal versucht anzureißen, Alexa, herauszufinden, wem das tatsächlich einmal real passiert ist. Sondern es geht ja eher um das, was mit diesen Geschichten transportiert wird. Und zum einen, was natürlich da ganz klar mit transportiert wird, ist der Wunsch,
dass nach dem Tode es nicht vorbei ist und dass jemand aus dem Jenseits nochmal ins Diesseits kommen kann und eventuell nochmal eine Botschaft zu übermitteln oder ja sozusagen nochmal etwas loszuwerden. Und das hat ja auch was Tröstliches. Einerseits ja, andererseits haben gerade, finde ich, diese Geschichten auch etwas besonders Tragisches ganz oft, weil es sich halt gerade in der Version, die wir zuerst erzählt haben, mit dem jungen Mädchen, was dann die Heimatadresse nennt und dann kommt der Fahrer dahin und sagt, ja, irgendwie, ich habe da jemanden mitgenommen, die ist aber verschwunden, irgendwie, wer kann das denn gewesen sein? In manchen Versionen ist es dann auch so, dass er reingebeten wird und sieht dann ein Foto meinetwegen auf dem Klavier und das ist dann irgendwie das Mädchen, was er mitgenommen hat, was verschwunden ist und dann erfährt er eben, ja, die ist aber vor 2 Jahren verstorben und versucht also immer nach Hause zu kommen und dieses zu versuchen, nach Hause zu kommen. Und manchmal wird das auch tatsächlich so erzählt, ja, sie sind jetzt der Sohn zu Fehlte, der versucht, sie nach Hause zu bringen, aber bisher ist sie noch nie hier angekommen. Sie verschwindet immer, bevor sozusagen man die Hausauffahrt erreicht. Ich finde, das hat was immens Tragisches. Also das hat fast so was wie von diesem, wie ein Wiedergänger-Motiv. Also die ein Verstorbener, der aus dem Grab aufersteht, weil er ja auf Erden sozusagen noch was zu erledigen hat, ja. Das sagtest du ja auch, aber eben, weil er auch eine starke Sehnsucht nach seinen Lieben hat. Also wir haben ja ganz oft bei den Wiedergängern, die ja so die Urväter der Vampire der heutigen sind, das Motiv der Liebe und der Sehnsucht nach den Lebenden. Also die Toten können nicht von den Lebenden lassen. Das ist das Motiv, was in diesen Geschichten steckt. Wenn man mal dahinter blickt, dann ist es eigentlich eher unser Umgang mit dem Sterben und mit dem Jenseits oder auch nicht Jenseits, also mit dem Verlieren von Liebenden, was da eine Rolle spielt. Ja. Also wir können nicht von den Verstorbenen lassen. Es ist eigentlich eher umgekehrt. Ja. Aber in diesen erzählerischen Motiven wird das eben genau umgekehrt. Also die Toten haben eine Sehnsucht nach den Lebenden. Und warum haben wir am Anfang die weiße Frau erwähnt? Die weiße Frau vom Ebersberger Forst, auch heute werden echt wahnsinnig viele Geschichten erzählt. Hatten wir ja damals in unserer Folge auch recht ausführlich erwähnt, also mit der Hubertuskapelle und der weißen Frau, die da als Anhalterin mitgenommen werden will. Wenn man sie nicht mitnimmt, dann überfällt sie einen im Auto und greift ins Lenkrad. Mhm. Man hat übrigens beim Vanishing Hitchhiker auch das umgekehrte Phänomen, der Anhalter greift ein, also greift ins Lenkrad, um den Fahrer vor einem Unfall zu bewahren. Auch das gibt es als Version. Aber im Falle der weißen Frau vom Ebersberger Forst ist es eigentlich eher ein bisschen gruseliger. Also da vereint sich dann dieses Motiv des Geistes der weißen Frau, was ja noch ein ganz eigener erzählerischer Topos ist, eben mit dem Vanishing Hitchhiker. Mhm. Beides geht also eine Verbindung ein. Und da ist der Hintergrund, wie auch bei vielen Vanishing Hitchhiker-Versionen, ein Autounfall, nämlich eine Frau, die manchmal mit ihren Kindern bei einem Autounfall ums Leben kommt. Manchmal wird sie dann sterbend am Wegrand zurückgelassen und geistert eben danach im Ebersberger Forst durch die Gegend und versucht also manchmal auch den Schuldigen ausfindig zu machen. Und das ist der Grund, warum sie mitgenommen werden will. Also dieses erzählerische Motiv des Vanishing Hitchhikers ist da ganz, ganz präsent und weist eben auch sehr, sehr viele Parallelen ja dann zum blutigen Herbst und der schwarzen Frau auf. Und es geht gar nicht darum, dass irgendein Mensch, eine Person irgendwann mal gelogen hat, sondern es ist ein Motiv, das irgendwann mal entstanden ist und immer weiter erzählt wird. Das ist ja eben das Besondere an den Wandersagen, an den modernen Sagen. Und eben auch dieser Friend of a Friend, so werden sie ja auch genannt. Also man hat nie die direkte Quelle, aber sie tauchen halt immer mal wieder auf. Genau. Und sie sind ganz verführerisch, weil sie so vieles mit uns machen, diese Geschichten. Und man wird nie den Finger darauf legen. Und ich bin fest davon überzeugt, auch in diesen ganzen tragischen Geschichten in Fukushima, wenn man jetzt losfahren würde und einen Taxifahrer direkt suchen würde, würde es sehr, sehr schwer fallen, den einen Taxifahrer zu finden, dem es passiert ist. Umgedreht muss man natürlich aber auch nochmal sagen, dass die Verbindung in die Geisterwelt
und ich möchte mich da nicht falsch ausdrücken, weil ich mich da natürlich absolut kein Experte bin, aber da ist Japan sicherlich nochmal insgesamt anders gesellschaftlich, glaube ich, in vielen Punkten aufgestellt, als wir das in Europa sind. Also die Verbindung von Geisterwelt und realer Welt hat da auch einen ganz anderen gesellschaftlichen Bezug. Der Stellenwert, nicht? Also die Ahnen. Ja, also ich denke mal, da ist der gesellschaftliche Stellenwert von Verstorbenen, die dennoch den Lebenden verbunden bleiben, ein ganz anderer, als wir das hier in Deutschland haben. Und selbst der Umgang der Briten mit dem Geisterphänomen, denke ich, ist nochmal ein ganz anderer als hierzulande. Ich könnte mir vorstellen, dass auch im Zuge der medialen Präsenz der vielen Ghost Hunter Gruppen, die es hierzulande gibt, über die haben wir ja auch schon in den verschiedensten Variationen gesprochen und in den verschiedensten Medien, dass daran nochmal was ändert, dass das Ganze eine andere Präsenz kriegt und das Thema auch eine andere Relevanz kriegt und man einfach auch mehr darüber spricht, weil die Szene halt auch präsenter ist. Im Grunde genommen haben Geister, denke ich, hier in Deutschland schon mal einen ganz, ganz anderen Stellenwert als in Japan. Es ist aber nicht ungewöhnlich, dass dieses Motiv des verschwundenen Hitchhikers oder des Vanishing Hitchhikers auch in Japan erzählt wird, also durchaus nicht. Erforscht ist diese moderne Sage, also Brunwand nennt sogar eine biblische Geschichte, die da im Prinzip auch schon dieses Motiv hat, aber zumindest einige Versionen aus den 30er, 40er Jahren, und es gibt auch andere Erzählforscher, die schon in dieser Zeit eben Geschichten sammeln und verschiedene Versionen ja quasi kartografieren und einordnen in einen Kontext. Also bis dahin lässt sich das auf jeden Fall zurückverfolgen. Es gibt auch Versionen, wovon ja Geistern die Rede ist oder ja geisterhaften Phänomenen die Rede ist, die Reiter, die auf dem Pferd unterwegs sind oder mit einem Pferdefuhrwerk oder mit einer Kutsche unterwegs sind, heimsuchen. Und im Grunde genommen ist der Vanishing Hitchhiker eine schöne Geschichte, anhand derer man die Wandelbarkeit von modernen Sagen belegen kann. Also wir haben das ja schon oft im anderen Kontext gesagt, die Motive dahinter, unsere Ängste und Hoffnungen sind die gleichen. Also wie gehen wir mit dem Tod um, mit dem Verlieren von geliebten Menschen, mit Geistererscheinungen, mit Dingen, die wir uns nicht direkt erklären können. Wie gehen wir damit um? Das ist so das dahinter liegende Motiv. Aber der Mantel, in den das Ganze gekleidet ist, ob es nun eine Kutsche ist oder ein Auto ist, das wandelt sich eben in dem Maße, wie unsere Gesellschaft sich wandelt. Und im Grunde genommen zeigt es einfach nur, was für was unser Charakter ist, was unsere Sehnsucht nach dem Erzählen ist, was unser Bedürfnis ist und wie wir eben diese Geschichten gestalten. Und wie sie auch am Ende natürlich dann immer wieder auch die Medien durchdringen. Mhm. Also wir haben jetzt nicht in der Tiefe recherchiert, aber du hast es angesprochen. Wir haben es aus Zeitgründen nicht nochmal geschafft, aber zum Beispiel die erste Episode der Fernsehserie Supernatural. Mhm. Hat genau den Topos vom. Ich hoffe, es war wirklich die erste, aber auf jeden Fall eine ganz, ganz frühe Folge von Supernatural. Ihr da draußen, ist schon eine Weile her, dass ich die Serie gesehen habe, aber wenn ihr das besser wisst, schreibt es uns als Kommentar, aber es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr frühe Folge. Genau, und das wird sicherlich nicht das einzige mediale Aufbereiten dieser modernen Sage sein, wo die Geschichte des verschwundenen Hitchhikers reinspielt. Und es ist einfach auch eine sehr, sehr schöne Geschichte. Und das ist so eines dieser klassischen Motive, dass man sich nach ein paar Bier erzählt, was irgendwem irgendwo mal passiert sein soll. Eine klassische Gruselgeschichte in dem Fall, eine Gruselsage von mir aus, die aber natürlich im Kern immer viel mehr über uns aussagt, als die Geschichte selber. Und wenn wir hier nochmal auf den blutigen Herbst dann vielleicht nochmal zum Abschluss jetzt eingehen. Hier war es dann am Ende so, ich möchte es nicht spoilern, aber es gibt eine klare Erklärung, was da passiert ist. Was aber nicht dazu führt, dass heute, 2019, also das Ganze fand 1975 statt, Menschen immer noch so leicht glaubend oder zweifelnd oder wie man das auch immer formulieren möchte, über diese Geschichte erzählen oder sagen, das hat mir meine Großmutter oder mein Vater erzählt, da war irgendwas. Mhm.
Und es wird gar nicht mehr hinterfragt und es ist aber eigentlich relativ gut zu recherchieren, was damals passiert ist, ne? Genau, also das in dem Fall jetzt im Fall Blutiger Herbst lässt sich das Ganze wirklich, was ja nicht so häufig ist, tatsächlich auf einen wirklichen Ursprung zurückverfolgen. Was aber nichts macht, weil das Narrativ, was sich dann dran knüpft, genau, wieder, genau, wieder, ja, genau in dieses. Im Gegenteil, ich finde es wahnsinnig geschickt, sozusagen, wie das dann entstanden ist und wie diese Motive, die dann eine Rolle spielen, zusammengefügt wurden, ja, weil da im Prinzip alles reingepackt wurde, was ja en vogue war und ist und uns fasziniert. Und zumal, du hast zwar gesagt, diese Geschichten sind immer so schlecht greifbar, weil sie immer dieses Friend of a Friend Element enthalten, aber manchmal sind sie auf der anderen Seite auch total detailreich. Also gerade in den angelsächsischen Versionen sind ganz oft ganz genaue Straßen genannt, ganz genaue Kreuzungen, an denen das passiert sein soll. Und manchmal gaukelt einem das dann eben auch so eine Überprüfbarkeit vor. Und gerade wenn es dann natürlich ist, dass ein Autounfall einen Geist hervorbringt, der dann als verschwindender Anhalter mitgenommen werden möchte, dann sollte man natürlich meinen, man kann dann zumindest nachgucken, ob man den Autounfall nicht ausfindig machen kann. Wenn man das dann allerdings tut und wirklich in die Archive geht und die Zeitungen durchforstet, dann stellt man meistens fest, dass es eben einen solchen Autounfall nicht gegeben hat in der entsprechenden Zeit, die da genannt ist und die da in Frage kommt und dass das Ganze eben dann doch nicht überprüfbar ist oder nicht belegbar ist. Das aber, wie gesagt, ist auch nicht so ganz das entscheidende Element, sondern viel entscheidender ist, warum wir sowas so gerne weitererzählen. Und ich gehe davon aus, dass wir auch im Falle des Ebersberger Forsts noch ganz, ganz lange solche Geschichten erzählen werden. Und es hat ja auch dazu geführt, dass dort ganz viele Ghost Hunter paranormale Untersuchungen machen, eben in der Nähe dieser Hubertus-Kapelle. Und dann, auch das haben wir schon oft erzählt, auch wieder neue Phänomene, neue Geschichten hervorbringen. Denn wenn dann einer irgendwie vorbeifährt, wenn dann Leute nachts mit Taschenlampen irgendwie durch den Wald gehen, dann sieht dieser Fahrer unter Umständen mal merkwürdige Lichter, die er sich nicht erklären kann und zack, schon hat man die nächste Geschichte, die wir auch dann wieder gerne erzählen, weil sie eben so faszinierend ist und weil wir auch gerne, also weil wir auch Lust haben, uns teilweise vor solchen Geschichten zu gruseln. Diese Lust am Gruseln kann man ja auch nicht ganz von der Hand weisen. Wir haben ja einen ganz starken Hang zu sowas, also die meisten von uns jedenfalls. Und gerade dann, wenn es eben solche Phänomene gibt, die wir uns nicht erklären können und wo wir uns so ein bisschen auf detektivische Suche begeben können, dann sind wir dann natürlich Feuer und Flamme. Und bester Beleg dafür, dass diese Themen ja nach wie vor anstehen, war jetzt gerade so die Zeit rund um Halloween, wo du, weil du ja damals das Buch über die Geisterjäger zusammen mit Sebastian Bartschek geschrieben hast, ja auch dann wieder ganz viele Anfragen hattest. Wir können mal ein paar Sachen auch noch verlinken. Die Jugendzeitung Freistunde aus Süddeutschland, so eine Beilage zu verschiedenen Tageszeitungen hatte ich interviewt zum Thema Ghost Hunting. Du hast vor ein paar Tagen für den MDR einen Podcast mit aufgenommen, wo es um das Ghost Hunting ging. Da warst du zu Gast. Also diese Themen faszinieren uns nach wie vor und werden auch nie weggehen. Mhm. Und es ist halt auch immer wieder amüsant, dass Menschen, die Recherche betreiben zum Thema Ghost Hunting und dann gerne, wenn sie es denn machen wollen, sowohl die Gläubigen, die an ein Leben nach dem Tod, als auch die Skeptiker, in dem Fall dann dich befragen wollen, die landen dann irgendwann immer bei dir, weil du dieses Buch irgendwann mal geschrieben hast. Das zeigt ja auch, dass dieses Thema immer aktuell ist. Ja. Und gerade dann auch so Terminen wie Halloween oder so, dann ploppt das immer auf und es gibt dann immer wieder diese Anfragen. Genau, und die haben ja auch ganz oft, das habe ich vorhin noch vergessen zu erwähnen, etwas Sinnstiftendes. Mhm. Gerade, und da kann man sich ja wirklich fragen, warum werden diese Geschichten gerade im Zusammenhang mit Katastrophen oder mit Krisenzeiten erzählt? Warum werden sie in Japan im Zusammenhang mit Fukushima und dem Tsunami erzählt? Oder warum werden sie im angelsächsischen Raum und in Europa im Zusammenhang mit den Kriegen erzählt? Weil nämlich Sagen, weil Erzählmotive auch eine Art Bewältigungsstrategie sein können, mit dem wir, gerade wenn es eben die Versionen sind, in denen Prophezeiungen gemacht werden, mit denen wir dann im Nachhinein unserer chaotischen, komplexen und teilweise auch erschreckenden Welt irgendeinen Sinn verleihen können. Ja. Wir haben eine sehr, sehr große Sehnsucht danach, Muster zu erkennen und
nachträglich Sinn zu stiften. Und dabei können eben solche Erzählmotive durchaus helfen. Und das Bedauerliche ist vielleicht ein bisschen übertrieben, das Wort, aber was halt so schade ist, ist, dass deine Wissenschaftsdisziplin, die Erzählforschung, die Volkskunde, glaube ich, bei ganz vielen Menschen nicht so auf dem Schirm ist oder nicht ganz klar ist, welchen Beitrag zu solchen Geschichten, zu solchen Narrativen die Erzählforschung liefern kann. Und insofern an all diejenigen, die medienmäßig was machen, also wenn ihr da Ideen habt, wie hier den blutigen Herbst auf BR2 und dann so denkt, oh, welche Komponente könnte ich denn noch recherchieren? Also lieber Johannes Nichelmann, bei der nächsten Geistergeschichte, die du erzählen möchtest, frag gerne die Hoaxmistress an, die dir da mit Sicherheit nochmal einen gewissen Input geben kann. Und wenn es mir schon beim Hören jetzt nach 10 Jahren, wo ich das mit dir hier mache, Alexa, auffällt, dass diese Komponente ein bisschen gefehlt hat in dieser Produktion, dann war es klar, dass es dir also auch sie fehlt. Sie klingt an, aber es war für mich natürlich ein Bedürfnis, da noch ein bisschen mehr dazu zu sagen. Genau. Spannenderweise kommen da Parapsychologen aus Freiburg zur Sprache. Also all das, was man typischerweise machen würde. Und tatsächlich merkt man da auch bei dem Parapsychologen, der zu Wort kommt, dass er genau diese Komponente mit einbezieht, aber er ist halt Parapsychologe. Er ist halt kein Erzählforscher und streift es dann da auch wieder nur. Und es geht immer so, es streift immer so dran lang und es fehlt eigentlich so die Erzählforscherin, der Erzählforscher, der nochmal den Input gibt. Lirum Larum, es war nochmal eine schöne Gelegenheit, eine der ganz, ganz klassischen modernen Sagen vorzustellen. Und ihr merkt, dass ich ja auch, obwohl ich jetzt gerade viel rede, eher geschwiegen habe und meiner wunderbaren Frau zugehört habe, weil das sind einfach die Themen, bei denen du dich einfach unfassbar gut auskennst und wo du dann ja, hier unfassbar diese. Unfassbar weiß ich nicht. Naja, aber auch hier die alten Bücher herumliegen habt. Es gibt eine Neuauflage von dem Brunnenwand, allerdings nur auf Englisch habe ich es bisher gefunden. Ich werde also mal ein bisschen verlinken, wer das lesen möchte. Wer meint, er hat alle Schwindel-Yucca-Palme-Geschichten von Brett nicht gelesen. Ich denke, es gibt da auch Parallelen. Also, auch das könnte ja spannend sein. Insofern verlinken wir das mal. Und dann denke ich, haben wir das abgeschlossen. Blutiger Herbst, 4 Folgen, die ihr hören könnt bis zur nächsten Huxilla-Folge. Schönen Gruß an den Bayerischen Rundfunk nochmal für diesen Gedankenkick, das zu machen. War eine schöne Gelegenheit. Endlich mal den Vanishing Hitchhiker zu besprechen. Genau, und das hat jetzt an der Stelle mal für uns auch gut funktioniert, das zu machen, ohne dass wir uns verrenken müssen. Ansonsten ist es halt immer so Werbung, auch das ist Werbung, die wir jetzt natürlich hier gemacht haben, ist halt auch ein bisschen schwierig für uns zu betreiben. Insofern war das jetzt eine Gelegenheit, die mal gut funktioniert hat, so möchte ich es formulieren. Und jetzt lösen wir natürlich gleich mal die Geschichte auf. Die Auflösung. Ja, hat es mal einen Rennfahrer gegeben, der sogar nach seinem tödlichen Unfall bei einem Trainingslauf noch Weltmeister geworden ist, also quasi posthum noch den Titel geholt hat. Und diese Geschichte stimmt tatsächlich. Es handelt sich um den Formel-1-Fahrer Jochen Rindt, der 1970 auf tragische Art und Weise bei einem Training ums Leben gekommen ist, aber zu der Zeit schon genügend Punkte hatte, um den Titel zu holen, obwohl danach noch einige Rennen stattgefunden haben. Also es hätten noch andere Fahrer die Chance gehabt, ihn zu überholen punktemäßig, aber sie haben es nicht geschafft und so ist er dann tatsächlich Weltmeister geworden. Eine der vielen tragischen Geschichten rund um die Formel 1 und natürlich aus deutscher Perspektive sehr, sehr bedauerlich, weil Jochen Rindt eben Deutscher war. Mhm. Und es ist natürlich die Frage, wie viele weitere Weltmeisterschaften er vielleicht hätte sogar für sich entscheiden können, weil er galt als Ausnahmefahrer und verstarb dann natürlich deutlich vor seiner Zeit. Eine sehr, sehr verrückte Geschichte, die nun natürlich schon lange zurückliegt und nicht allen bekannt ist, aber insofern eine sehr schöne Geschichte eigentlich. Traurige Geschichte. Ja, ja, dann sind wir im Prinzip am Ende. Das Gewinnspiel haben wir erwähnt, also bis zum 30. November schickt uns bitte E-Mail mit dem Betreff Dr. Sleep. Genau, und am 1. Dezember losen wir dann aus.
Haben wir sonst noch irgendwas vergessen zu erwähnen? Ich überlege gerade. Danke, danke, danke nochmal an euch für eure wunderbare Unterstützung finanziell durch E-Mails, durch positives Feedback, durch Themenvorschläge. Ihr sorgt dafür, dass wir wahnsinnigen Spaß haben an diesem Projekt und Huxilla liebend gerne weitermachen und seit fast 10 Jahren. Genau, dem kann ich mich nur anschließen. Wir haben, werden auch im November es schaffen, wieder 2 Folgen rauszubringen. Das kann ich jetzt schon sagen. Und werden dann im Dezember auch entsprechend noch 2 Folgen haben und werden dann vielleicht im Dezember noch ein bisschen resümieren, wie dieses erste Jahr komplett ohne Huxilla TV war, wieder sozusagen back to the roots ein Stück weit. Da vielleicht in der Outro dann der letzten Folge noch mal ein bisschen mehr erzählen über all das, was so widerfahren ist. Und wir können nur sagen, dieses Jahr war für uns ein sehr, sehr schönes Jahr mit euch zusammen. Wie gesagt, wir schaffen das einfach nicht mal auf jede Mail zu antworten, aber wir nehmen das alles zur Kenntnis, wir notieren ganz viel und wir haben so viele neue Ideen und Geschichten schon wieder mitgenommen, sodass auch 2020, glaube ich, das Material für Episoden und auch für Kollaborationen, die immer noch im Raum stehen, die wir immer noch nicht abschließend gemacht haben, da ist aber noch so viel Musik drin, dass es nicht langweilig werden wird. Wir podcasten, bis die Welt untergeht. Oder wir versterben, das wäre die andere Mal gucken, was zuerst passiert, ja. Genau, je nachdem, was zuerst passiert. Was für ein düsteres Outro jetzt gerade. Herrschaft sein. Euch alles Gute da draußen und natürlich immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Der Huxilla Podcast ist und wird für immer ein kostenfreier Podcast bleiben. Aber ihr könnt unsere Arbeit gerne unterstützen mit Flatter oder als Patron bei Patreon oder über PayPal oder über unsere Amazon Wishlist. Geht auf unsere Seite, klickt auf die entsprechenden Links und dann findet ihr dort die Informationen. Dankeschön. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info@huxilla.de. Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen.